بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. يبقش بستا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. eigentlich dieser Vortrag das ist der dritte Teil. Wir haben schon ein und zwei Teile gemacht und schaut heute es geht um dritte Teil und haben wir letztes Mal Evint, was kan uns in Paris bringen, reinbringen. Bring. Wir haben gesagt, erst ist التوحيد. التوحيد. ثم التوحيد, ثم التوحيد. إذاك إما من يريد الدنيا فعليه بالتوحيد، ومن يريد الآخرة فعليه بالتوحيد. ومن يريدهما معاً فعليه بالتوحيد. الله أكبر. أنا wenn du, wenn du الدنيا ويلز، دانستو توحيد هابن. وين دو الآخرة مشتست، وند توحيد هابن. توحيد التوحيد التوحيد كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، Was ist seine Belohnung? Allahu Akbar. Das heißt, am Ende, wenn du am Sterben bist und sprichst du aus La ilaha illallah", was bekommst du? Das Paradies. Aber hier in diesem, in diese, in diesem Zustand kann nicht jeder diese Shahada aussprechen. Ist schwer. Sehr, sehr schwer. Warum? Weil, wenn du nicht das in Dunya erlebt hast, wenn du, nicht, wenn du nicht La ilaha illallah gefolgt hast, wenn du am Sterben bist, auch genauso, kannst du nicht diese La ilaha illallah aussprechen. Ja, das heißt, at musst du das erleben hier in Dunya. Wenn du also in Achira das Paradies bekommen willst,

كذلك ولا متبوع بحق الا محمد صلى الله عليه وسلم Das heißt, wir müssen wir eigentlich folgen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, weil er uns alle Khairat gebracht hat, weil er uns alle Sachen gebracht hat, damit wir nicht Jahannam bekommen, damit wir das Paradies bekommen sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sage ich immer, Er hat Sorgen hier im Dunya um uns gemacht und er wird auch in يوم الآخر يوم القيامة يوم الحساب يوم الثغاب يوم الدين und so weiter und so fort er wird auch dort Sorgen um uns machen der einzige Mensch der nach sein Umma ruft ist Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ummati Ummati Allahu Akbar jeder Mensch Sogar jeder Gesandte und jeder Prophet wird rufen, nafsi nafsi. Nafsi nafsi, Allahu Akbar. Der einzige Mensch, der Sorgen um sein Ummah macht, ist Rasulullah, sallallahu alaihi wa Das heißt, sage ich immer, du musst stolz sein, dass du von Ummah Muhammad, sallallahu alaihi bist. Allahi. Du musst richtig stolz sein, dass du von Ummah Muhammad, sallallahu alaihi bist. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, wir müssen richtig wissen, was wir hier in diese dunia machen, und wir, wissen, wir müssen auch richtig genau wissen, warum sind wir eigentlich hier in diesem Duniya. Allah Azza wa Jalla sagt: insa Das ist unsere Aufgabe hier in diesem Duniya. Deshalb hat uns Allah Azza wa Jalla erschaffen, damit wir in dienen. Aber die Frage ist, ob wir richtig ihn dienen oder nicht. Allah muss Deshalb, wenn du Tawhid hast, bekommst du das Paradies. Wenn nicht, bekommst du auch das nicht. Sogar jemand, der als Muschrik gestorben ist, er wird nie in Paradies eintreten. Nie. Er darf nicht ins Paris reinkommen. Subhanallah. Deshalb. Das war Und wir haben auch eigentlich auch geredet, diese 70.000 Leute, die ohne Abrechnung ins Paris reintreten. Davon sind auch damit gemeint, die Leute, die nicht verlangen. Weißt du? Die nicht verlangen. Aber die Arrokya verlangt haben, die werden das nicht bekommen. Damit gemeint, die werden nicht ohne Abrechnung ins Paradies eintreten. Wer wird das bekommen? Nur die Leute, die das nicht verlangt haben. Damit gemeint, kann sein, dass du einen Bruder zum Beispiel besuchst. Du kommst rein von Sünder, das man hier nimmt, und dann sagt man erstens Tahor Bes, tahur Allahu Akbar. Und auch du nimmst hier sein Stirn und du sagst Allahumarab nas أدي بالبأس اشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما هذا دعاء ولد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزو لانك عن فخ كان فوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسعيس فين دو دان دس مخست دا الحمد لله er hat nicht von dir verlangt, dass du في لانك machst. رقيا das heißt, er wird auch von diese 70.000 Leute, die ohne Abrechnung ins Paris reinkommen. Allahumma muss einen Namen haben. uns von diesen Leuten auch gehören. Da kommt, äh, uh, was kann uns auch ins Paris reinbringen? Yani, äh, Assalam. وكذلك الإيمان يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، الرسول صلى الله عليه وسلم شفاط به الله عز وجل، و ليش محمد صلى الله عليه وسلم إبغاو أخت هو الصادق الأمين، فيا فتراون إيم، فيا قلوب إيم بلينت، إيموس نشت شفاغن، أبدا متأبداس بشتيتكت، دامت فيا كاين فاغن في ميهابن، والذي نفسي بيده. الله اكبر لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا يا فاد بكم اس فين ايه ريشتيغي الله اكبر الايمان الايمان سبحان الله ان تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر وقدر خيره وشره الله اكبر تيزا زكس زويلن فون ايمان مسيدا فون انستاس اوخ هابن اون

دان زكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا يبعدت نش غشتيكا جلوبكا بس ايا اش ليبت. الله اكبر. جيبس تيز ليبة عند الناس. يعني حب الـ الـ الاخوة. جيبس نوخ انما المؤمنون اخوة. تيز ليبة دي اوخف. فينك كي يقول سبحان الله تزوج بغوده. Ich kann euch sagen, dass in den letzten Zeiten ein bisschen schwach geworden ist. Und der Hub für Allah ist das Jannah, subhanAllah. Also, ich habe einen Hadith von Muslim. An Allah Azzawajal um hat einen Engel zu einem Bruder geschickt. Und dieser Bruder wollte einen Bruder für um Sabylon besuchen. Nicht für anderes oder für andere Sachen, nein, nur für Allah Azzawajal besuchen. Allah Azzawajal hat extra Engel als Menschengestalt geschickt. Und dann dieser Mensch, diese Engel, fragte diesen Bruder, wohin? Sagte ihm, ich will nur einen Bruder für besuchen. Fragte ihm, warum? Sagte ihm, weil ich, weil ich ihn für Allah Azzawajal liebe. الله أكبر. Er lebt sein Bruder في الله عز وجل. Jal. Der Angel sagte: nur für Sabilillah, nur dass du ihn für Allah Azza wa Jal lebst. Deswegen sagte ihm: نعم, nur für das. الله أكبر. Dann sagte ihm: dieser engel der als Menschengestalt kam, diese Vorbotschaft, sagte ihm: إن Allah أرسلني. الله اتميش اكسترا الله عز وجل ديش ليبت، الله أكبر، من إيه بان الله عز وجل يمان ليبت، فأين هو الحب في الله عز وجل؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إتقاكم الله أكبر تليبه أن تحب أخاك في الله عز وجل لا لغير شيء نش نش في أندرس تدرس نش أوس نوت سازين إيش كنيس كيبس في البرودة دي رشتي أوس نوت دي دي aber sowas dürfen wir nicht. Es gibt viele Geschwister oder viele Brüder, die waren krank und die sind so gestorben. Das heißt, keiner hat sie besucht und das ist schade und Schande, dass du mit einem Bruder jahrelang und wenn er krank geworden ist, kommst du nicht ihn zu besuchen. Schande, darf man sowas nicht, weil wenn du ihn besuchst, du bekommst auf dein Konto auch Weißt du? Das heißt, wenn du ihn besuchst, die Engel sind dabei. dabei. Allah Akbar. Sogar die Engel, die machen für dich. Dua. Und du weißt, wie die Engel für dich Dua machen. Allah Akbar. Jeder von uns will sowas haben. Jeder von uns wünscht ein, ein Dua von einem Engel. Allah Akbar. Deshalb, lieber Bruder, bei sowas muss man richtig intelligent sein, dass du einfach nur Punkten sammelst. Warum? Weil das wir richtig brauchen, besonders in den letzten Zeiten. Danach sagt der Rasulullah sallam, er gibt uns Tipps und er sagt uns, kann ich euch auch zeigen, كنت تعيش ليبن الله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قول الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم استأنا رحمة إن بع ما سجكيت في جانس في جانس فيلذ أكبر. في جانس في في بن في سنة محمد صلى الله عليه وسلم فولكن. وزقا اوخ من ضاف صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم زكت محمد صلى الله عليه وسلم دانا لان الصحابة رضي الله عنهم دي دي اما بن محمد صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه دخلتم الجنة سيكش أوش نشت وين أي وين إي أتباس مخت فيردت إي داس باريس بكومن يد صحابي مشت داس باريس هابل ون في مشتن أوك داس باريس هابل زكت محمد صلى الله عليه وسلم أل ستيبش أل أفشو السلام بينكم الله سنو داس Dass du dein Bruder sagst, Assalamu alaikum wa wa Und das ist auch selten geworden. Das ist auch komisch geworden, dass du dein Bruder sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kennt er mich? Auch wenn ich dich nicht kenne, aber ich weiß, dass du ein Muslim bist. Und das ist dein Recht, dass ich dir sage Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aber es gibt manche Brüder, wenn du das sagst. Hä? Hä? Erkennt er mich? Ich kenne dich nicht, aber du bist mein Bruder von Islam. Das ist eine Schande, wenn ich dich sehe und du gehst vorbei, neben mir, und nicht sage Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oder kommst du vorbei und sagst zu mir, Hallo oder Hallöchen oder Tschüssi oder diese unnormalen Wörter, die wir uns nicht passen. Assalamu alaikum wa wa barakatuh. Sogar auch, es gibt manche Familien, die kommen nach Hause, der Vater kommt nach Hause und dann hörst du Hallo. Was heißt Hallo? Wenn du Hallo sagst, dann sei sicher, dass er wird mit dir dort bei deiner Wohnung übernachten <laughs> ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوهات أخ آدم عليه السلام دي أنجل بيجوست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى أخ أه. اش زاك بودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإيش زاك سلام ما سعي السلام شاب جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمست مية من دستنس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رغم الله عز, الله عز وجل زاكتو إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فينيش اشتش بقريسة تم باش بزاق السلام عليكم ورحمة الله مستمر بيانت وورتن وعليكم السلام ورحمة الله. و نخبصها وبركاته. اوفول إشتي نيزكيزاكت هابي وبركاته. داس هايس، إذا إيمان زو بجوسة السلام عليكم ورحمة الله. تبغودا آ صل نشتي أنفاح ميزاجن وعليكم السلام. فايت إن ظس، ورحمة الله وبركاته Nochmal, damit ihr richtig versteht, weil sowas ist, ist normal. nicht normal. Im Koran steht, Allah sagt, عزوجل, wenn du eine Begrüßung von einem Bruder bekommst, das heißt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, entweder gleich beantworten, was der Bruder dir gesagt hat, oder noch besser. Zum Beispiel, ich sage, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und der Bruder sagt mir, wa alaikum salam, Falsch. Mindestens er muss mir sagen, وعليكم السلام ورحمة الله. Mindestens, weil ich ihm das so begrüßt habe. Und noch besser, wenn er sagt, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So muss das sein eigentlich. Nicht, dass ich ihm sage, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, er mir, وعليكم السلام. Hindi, einfach, Darf man sowas nicht? Darf man nicht sagen, diese, 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 diese Kultur von der kufar ist jetzt in unsere Knochen geworden. Wenn sie Muslime, wenn du mit deinem Bruder triffst, begrüße ihn, lächeln. Es ist nicht verboten, es ist nicht Haram, dass du deinen Zähne zeigst, lächeln, einfach lächeln. Meistens machen es lassen, war es am Lächeln. Wa obwohl er Sorgen gehabt hat, obwohl er Probleme gehabt hat, aber trotzdem ah, lächelt. Sogar gibt es ein Hadith, dass Rasulullah nach diesem Hadith, was er gesagt hat, hat gelächelt. Und ein Sahabi, wenn er diese Hadith erzählt, er lächelt auch nach diesem Hadith. صلى الله عليه وسلم زو بانج اختي صحابه محمد صلى الله عليه وسلم تسهلب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كناوزو مستمي auch zurück, also äh begrüßen لان لماذا das ist unsere begrüßung nicht hallo oder solche sachen nein wenn du einen bruder kennst dann sag ihm so Aber das ist, das ist nicht was Neues. Das ist ein eine, eine Zeichen der Stunde. Zeichen der Stunde damit gemeint, es wird ein Tag kommen und die Leute die werden begrüßen nur jemanden, der ihn kennt. Das heißt, ich kenne einen Bruder, sage ich ihm Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatih. Wenn ich nicht kenne, ich sage ich nichts. Was al -khassah. تستاف من نشت. يعني من من الإيمان من الإيمان داستو أزو دي مسلمة بجرست أوبتو إن كنست ودا نشت لأن السلام إس بس. السلام عليكم ورحمة الله داس دعاء. والسلام إس نام الله عز وجل. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و ايضا حديث يعني قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زكت من احب ان يزحزح عن النار و ويل درجة درجة ويدخل الجنة فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ من وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الله أكبر أنت عندما الله عز وجل وأن اليوم الآخر تؤمن سبحان الله حسن الخاتمة, حسن الخاتمة. لِأَنَّ وين من ديز حسن خاتمة هات، الله أكبر. شونست سخافستو، ان دنيا جماختاست، دستو اين جوتس، وان اين 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 رشتيجس، اند لأن الذي يقول لا إله إلا الله، بين اي ام بن الحمد لله. الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الله أكبر. القول الثابت، dass du sagst, la ilaha illallah, wenn du am Sterben bist. Allah. So, er gibt dir die Standhaftigkeit. Warum? Weil es gibt manche Leute, die werden sowas nicht bekommen, weil die nur mit Dunja beschäftigt waren. Du sagst ihm, sag la ilaha illallah, er kann das nicht aussprechen. Subhanallah. Und es gibt manche Leute, die am Sterben sind und die sagen uns, sagt la ilaha illallah die besten, warum? weil die mit La illa illallah gelebt haben. Und auch, du brauchst auch Attabat, die Standhaftigkeit, wenn du in dein Grab legst. Subhanallah, und ihr wisst, wie das Grab ist. Und ihr wisst, wie das Grab aussieht. Und ihr wisst, dass Grab, wie das richtig dunkel ist. Und du bekommst die Fragen. Schau mal, die erste Frage, die du bekommst. Welche Fach? At -Tawheed. At -Tawheed, nicht über Wirtschaft oder Wissenschaft, nein. Du bekommst die Frage über at Tawhid. Man, Rabbuka, wer ist dein Herr? Was kannst du sagen? Oder wie kannst du beantworten? Wenn du nicht gute Beziehung mit deinem Herrn hattest, du kannst auch nicht beantworten. Aber wenn du richtig stabil warst, du sagst, Rabbi Allah. Automatisch. Warum? Weil die, die Engel, die werden dich zum Sitzen bringen. Du bekommst deine Seele wieder zurück. Aber wie Allahu a'lam wissen wir das nicht. Damit gemeint, Rasulullah al sagte uns sowas. Wir glauben an sowas blind. Ohne Fragen zu stellen, sagte Muhammad Sallam. Solange du, schau mal, solange man dich nicht mehr sieht und wir haben dich in dein Grab gelegt, hier kommen die Engel, die zwei Engel, Monkarum und Akir. Und schreien dich an. Manrabuk. Wenn du Tabet hast, Alhamdulillah, du wirst richtig beantworten. Wenn nicht, dann kannst du auch nicht beantworten. Und diese Frage wissen wir, oder? Diese Frage wissen wir schon. Jetzt eigentlich, ich habe immer gesagt, dass die Fragen, die wir im Grab bekommen, wissen wir jetzt drei Fragen eigentlich eine Prüfung zu machen du bekommst die Fragen erst wenn du an diesem Tag bist dann bekommst du dieses Blatt wo die Fragen steht oder stehen aber jetzt wissen wir diese Fragen das heißt Allah also sagte uns er musst richtig bereit sein und die Fragen hier ihr habt hier diese drei Fragen es geht um drei Fragen das was wenn ihr schafft alhamdulillah wenn ihr nicht schafft, حقا أعوذ بالله لأن الذي لا يحسن التوحيد والعقيدة الله مستعان من ربك وما دينك was ist deine Religion was weißt du über oder was hast du für Islam gemacht bist du oder warst du stolz dass du Muslim bist oder du warst immer so viel wert إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الدين الخالص ألا لله الدين الخالص دين الإسلام بس تغليجيون الله عز وجل هات است ديز غليجيون سفيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في كان زين دس الله عز وجل مديز سفخ مديز غليجيون است وانتو بس نيس بيتس نشت Und du hast noch nie ein Selbst dafür Allah Azza gemacht und du sagst, dass du Muslim bist, wie kann das sein? Wie kann das sein? Denk an dein Grab. Denk an die erste Nacht, wenn du in dein Grab liegst. Erste Nacht, ich sage immer, es ist schwer. Der in Rasulullah, in keiner ida waka fa Immer wenn er vor ein Grab steht, keiner er weint. Er weint richtig. ya bis die Erde nass wird. Für, für, für wen? Warum, warum er weint? Welche Sünde hat man sallallahu alaihi gemacht? Nichts. <Glos> Ma'sum, <UNC> <Glos> Aber trotzdem, er weiß genau. Er weiß genau, was ihm Grab ist. Deshalb sagte uns, Wallahi, alaihi sagte, wenn ihr wisst, was ich weiß, ihr werdet viel weinen und wenig lachen. Hat recht. Wir wissen nichts. Wir wissen nichts. Das ist genau wie jemand sagt, ich habe Schlüssel vom Paradies. Keiner von uns hat Schlüssel. Allah, keiner von uns. Das Paradies bekommt man mit Barmherzigkeit von Allah. Aber damit gemeint nicht, dass man nicht Taten macht. Muss man Taten machen. Muss man Taten machen, aber die Taten, die wir machen, die werden uns nicht reichen. Wenig, was man macht. Ist sehr, sehr wenig. Allah, du kannst... Diese Taten, was du seit Geburt gemacht hast, in Vergleich, in Vergleich mit diesen Augen, was Allah uns gegeben hat, kann man nicht vergleichen. Alle Taten, was du gemacht hast, du hast kann sein, dass du 80 Ramadane gefastet hast und mehr Hajj gemacht hast und viele Sadaqat und viele Sakat gegeben, aber trotzdem wage mit deinen Augen, kann das nicht wiegen. نعمة البصر نعمة البصر يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بين في غش تشتي زقابل فالله عز وجل غش ننفاد في فيل فيل تسهل يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم زكت الإيمان بالله وباليوم الآخر يدخلك الجنة تبقى كمستس باراديس ونت قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث كذلك عن رواه مسلم او انظر حديث رواه مسلم فن ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان الله اكبر والايمان في الجنه الحياء من الايمان Das heißt, diese Schamhaftigkeit gehört auch zu Iman, zu Glaube. Aber die Frage ist, Haben wir diese Haya? Haben wir diese Schamhaftigkeit, die von Sahabiat hatten? Oder nicht? Das ist eine Frage an uns alle. Al Haya. Schamhaftigkeit. In Allah Hayyun. Allah Akbar. Yani Allah subhanallah. Aber die Menschen, die haben keine Stihiyah, die schämen das nicht. والحياء من الإيمان سبحان الخالق. عثمان رضي الله عنه كان حييا تستحي منه الملائكة دي أنجل دي شي من فو عثمان رضي الله عنه دس عيس أنجل شي من فو عثمان أين منش بفادي زي منش رضي الله عنه تبع عثمان ذو النورين تسبايتو يشتفو المحصول الله سلمات رضي الله عنه Aber wo ist unser, unser, unser Hayat? Wo ist unser Hayat? Allahu Akbar. Wie sind auch unsere Frauen? Was ziehen sie auch unsere Frauen an? Wie laufen sie auch unsere Frauen? Ob sie richtig angezogen haben oder nicht? Ob die ganz leise reden oder nicht? Obwohl die an, die an die Rand neben dem Wand auch laufen oder nicht? كيف ستيز حياء نوخ أن تستحي تستوديش أوخ شمست أو دا كيف ستنش معا أو دالله دا الله يدا كيف ستبع زالت سبحان الله الحياء تستو أوخ زندك ستفى الله عز وجل الحياء دستو نشت الله عز وجل أن بيتست الحياء دستو نش محمد صلى الله عليه وسلم فولكست الحياء الله أكبر أين هو الحياء؟ حياء الأمة أن تستحي سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة يعني من تيجس شمت بكم والحديث رواه يعني أحمد والترمذي والحاكم هو حديث صحيح الله أكبر أين حياؤنا؟ Ist unsere Schamhaftigkeit. Und das ist wie gesagt ein Fragezeichen. Wenn du so läufst, mit engen Klamotten, Du schämst dich nicht. Wenn du so läufst und Frauen anguckst, dich nicht. Wenn du so läufst und richtige Klamotten, richtig die eng sind, dich nicht. Und wenn du auch läufst, ohne Kopfdruck, dich dahin. Du schämst dich auch nicht. Warum? Wie kann sein? Wie kann sein, dass jemand so ist und so stirbt? Ohne Kopf doch. Mindestens ohne Kopf doch. Wenn ich nicht sage ohne Niqab. Ala tastahi. Schämst du auch dich nicht, wenn du auch ohne Bart stirbst? Ala tastahi. Subhanallah. Ich kann euch was sagen. al die Frauen. Wenn wir die begraben wollen, wir brauchen ein extra Tuch. Und wir machen auf dem Grab, damit die Leiche von unten reinkommt. Subhanallah. Und du hörst von den Leuten, die dabei sind bei dieser Beerdigung, du hörst. Ratti, 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 das heißt, bedecke, bedecke diese, diese Frau. Darf man nichts von ihr sehen. Aber kann sein, Allahu A'lam, einer dabei ist, der seine Frau so läuft, halbnackt, so rausgeht. Als wenn sie stirbt, dann hörst du, bitte mach zu, deck zu, bitte deck zu. Das heißt, was, was deckt man? Grab, damit wir nicht ihre Leiche sehen. Aber warum erst wenn die stirbt? Warum nicht am Leben? Warum haben wir nicht diese Eifersucht, an unsere Frauen sowas zu sagen? Schämst du auch dich nicht? Wir werden gefragt, wie deine Frau rausgeht. Du wirst gefragt, wie deine Tochter rausgeht. Du wirst auch gefragt, wie deine Schwester auch rausgeht. Deshalb, es gibt eine Aussage, wenn jemand heiraten will, er muss suchen, wo die Männer sind. Ich meine damit, wenn du eine Frau heiraten möchtest, du musst erstens, wo die Männer sind. Das heißt, wenn richtige Männer da sind, das heißt, sie haben eine gute Tochter, eine gute Schwester. Warum? Weil die richtige Männer sind. Löwen, sage ich immer. Aber nicht einfach direkt. Du willst heiraten, aber Familie ist nichts. Auch wenn wir das Paradies auch bekommen wollen, was müssen wir auch machen? Ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass man Mahasallam gehorcht, muss man ihn gehorchen. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سنة لا ليست بسنة واجبة فرض على كل مسلم وأطيع الله وأطيع الرسول تسعين أمر تسعين بفيل في الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث أخرجه البخاري زكت محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى Allahu Akbar. Das heißt, ganze Ummah von mir, die werden das Paradies bekommen, wenn nur jemand nicht will. Subhanallah, wer kann kein, oder wer will kein Paradies haben? Kull Ummati, illa Das heißt, jeder von, einer der von meiner Ummah ist und die an ihm geglaubt haben, weil haben wir gesagt schon mal, dass Ummah ist seit er

إذا داف من أمة إست إذاد ذاس باغاديس بكم أوصافين يمانت نشتڤيل. ذاك أين إذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا ڤيل ذاس باغاديس هابن؟ صلى الله عليه وسلم. أبا إست فون فون صحابته. فإن من قالوا يا رسول الله ومن يأبى من ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أحد من سمعني سيحصل على حدث ومن لم automatisch und leicht باغو اخت مان نيمان تيز حديث اللي فيه انسات اكلت كلاغ حديث دو جهورش الرسول صلى الله عليه وسلم دو بيكم ستاس باراديس دو جهورش ام نيش دو بيكم سكان باراديس الله اكبر لماذا؟ يقول الله عز وجل في سوره النور "وإن تطيعوه تهتدوا" الله اكبر فان هي ان جهورشت تهتدوا فوفوهين ins Paradies, bekommt ihr die Richtleitung ins Paradies. Aber ein, erst eine Bedingung, وإن, wenn ihr, wenn ihr ihn gehorcht, dann bekommt ihr diese Hidea. Wollen die den Ila zu Sallallahu alayhi wa Das ist genau wie auch ein Hadith, Hannah Allah. wie die Sahab um Hans richtig geliebt haben und wie die auch ihm gehorcht haben. Ein Sahabi immer wenn er zu Hause ist, er fällt ihm ein, wenn er im Paradies sogar ist, er wird nicht die gleiche Platz bekommen, was Muhassas Lasslam hat. Und er kommt zum Haus und sagt ihm ja Rasulallah, immer wenn ich zu Hause bin, ich vermisse dich, ich habe Sehnsucht nach dir. Und ich sagt immer, haben wir Muhassas vermisst? oder haben wir Sehnsucht nach Muhammad sallallahu Denn der Rasul Allah, ich kann ihm nicht beschreiben. Allah kann ich beschreiben. Genau wie auch äh, Amr ibn al aas wurde gefragt: ja Amr, radiyallahu anhu, beschreibe uns uns Muhammad Sagte: "Ich kann ihm nicht beschreiben. Immer wenn ich vor ihm bin, ich mache meinen Koffer so runter. Schamhaftigkeit, Respekt, Gehorchen, alles, all in one, all in one. Sahabi, Jalil, Lahu qadrahu. Die Sahabi, wie gesagt, er kam zu Muhammad s.a.w. und sagte ihm, Ja, Rasulullah, immer wenn ich zu Hause bin, ich vermisse dich. Und ich habe Sehnsucht nach dir, obwohl ich gerade mit dir war. In der Moschee. Obwohl ich gerade mit dir war, habe ich Sehnsucht nach dir. Ich vermisse dich. Und wir sagen auch, dass wir Mahasa auch vermisst haben. Und äh, wir haben auch Sehnsucht nach Muhammad. Weil er sagte selber, Allah sagte selber, sagte, es wird ein Tag kommen. Ihr könnt sogar Ihre Vermögen verkaufen und ihre, oder ausgeben und Ihre Kinder sogar auch ausgeben, damit ihr nur einmal mich seht. Ihr könnt alles machen, um einmal mich zu sehen. Und das ist das Wallah, das ist das. Genauso, was Muhammad Sallallahu gesagt hat, genauso. Wir haben Sehnsucht nach Muhammad Sallallahu Aber wir bitten nur, dass er uns in Yawm al für uns Schafa macht. Ma اللهم ارزقنا شفاعته لان الرسول صلى الله عليه وسلم ازك اما هات غيش تشكيليتن والله هات غيش تشكيليتن ام انس نيش ام أين ام انس فالا دا بست منش دا است منش دا فون زين غاب اوفشتت يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه حديث رواه مسلم اش بين دا اش بست منش

Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und der erste Mensch, der auch in Spargelis eintritt, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb müssen wir ihn gehören. Wir müssen ihn blind folgen, Rasulullah sallallahu alaihi wa Es gibt Leute, die ihre Schuhe blind folgen. Aber wenn du ihm sagst, Qala sallallahu alaihi nein, mein Schech hat so gesagt, nein, dein Schech, nein, فالشيخ شيخ نو also kein نكس نو مشن. نو شركيات sagt قال صلى الله عليه وسلم أبا من شيخ أتزوونزو كيماينت فا شيخ إن في محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقول الرسول ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم تصحيح سيدنا دهوس قال الله قال صلى الله عليه وسلم خلاص زولانك أين حديث تأوتنتش إست خلاص أخي الكريم دين ماي نصبيتي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ديزة 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 صحابي رضي الله عنه كامت محمد صلى الله عليه وسلم ونزكت يا رسول الله إيش فهم ما سيديش يا ون إيش زين زخت نخت يا أولش قادم مد يفا ون إيش تنك إما Wenn ich auch in Paradies bin oder wäre, du wirst eine Stufe in Paradies bekommen, die ich nicht bekomme und ich werde dich dort auch vermissen. Wie kann sein, dass du oben bist und ich unten bin? Das heißt, ich werde dich, ich werde dich, ja Rasulullah, vermissen. vermissen wie gesagt manchmal, er könnte nie sofort beantworten, wenn er keine Antwort hat. Deshalb er muss immer auf ein Wahib, also warten, bis Jibril zu ihm kommt und sagt: Hier hier ist die Antwort. Hier hast du eine Antwort für diese Bruder. Allahu Akbar. Plötzlich kam die Antwort. Die Bruder hat diese Frage gestellt: Wenn, ich tu, wenn, wenn du im Paradies bist, du bekommst eine Stufe und ich in andere Stufe. Er konnte nicht ihm beantworten.

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله أكبر تصحيح jemand der الله عز وجل جهشت und sein sein Gesandter gehört mit wem ist ein Paradies mit Gesandten mit Asjiddiqin die Vertrauenswürdige wer noch Asjuhada الله أكبر. ميت الشهداء. ون بانوخ. والصالحين. لغش شافنا منشن. الله أكبر. وحسن أولئك رفيقا. That is the best big الله أكبر. وهم؟ والدي ولا والدو. الله عز وجل وسان جزان تا جوهرشتاست. طاعة الله وطاعة رسوله. سكبت أو خاين حديث. زاك أو شنو في Sahaba Muhammad wa waren und wie war auch Muhammad wa sallam, zu denen? Die folgen ihm blind. Alles, was er gesagt hat, die machen. Also, das heißt, was fällt nur, dass die an ihm glauben? Fällt nur, dass er sagt: Khalas! Wenn die hören, dass Muhammad wa so und so gesagt hat, إذا فقد صدق إذا فقد صدق كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هيم الفار الإسراء والمعراج إن أين نخت من زين كوبا ومن زين زالة من الله أكبر ومن الله عز وجل غادت غيدت und wurde auch das Gebet als Pflicht bekommen. Schau mal, das Gebet in den Himmel bekommen. Und du bittest nicht. Subhanallah, schämst du dich nicht, dass du nicht betest, dass Allah also dich geschafft hat oder erschaffen hat, meinte ich. Und du machst nicht so gut für ihn. Du bist nicht dankbar. Allah gedenkt dich, wenn du ihn auch gedenkst. Allah, Allah, Shakur. Ya subhanallah. Er braucht dich nicht zu so, so, so danken. Er hat dich erschaffen. Aber damit du nur, damit du nur weißt, um was es nicht yani, Das Gebet in siebte Himmel bekommen, also bei Allah bekommen. Und viele Sorgen gemacht. Aber trotzdem bittest du nicht. Es gibt Leute, die auch sagen, Alhamdulillah, jemand nicht, also der nicht also betet, das ist nur eine Sünde. Was für Sünde ist das? Du bist ein Käfer. Wenn, wenn du nicht betest, du bist ein Käfer. Punkt. Halas, das ist wieder ein anderes Thema. Hauptsache, yani, Taatul Rasul ist eine Pflicht. Wenn du das bereits also bekommen willst, du musst ihm gehorchen. Abu Bakr anhu. Als Mohammed wieder von Himmel zurückkam, nach Mekka. Weil er von Himmel zu, zu Al-Quds, von Al Quds wieder, Al-Haram, Mekka. Und er hat das erzählt an diese Quraysh. Und diese Quraysh, die haben ihm nicht geglaubt. Die haben gesagt, wie kann es sein, das ist. Also in einer, Nacht, in einer Nacht schaffst du das. Das kann nie sein. Und wir nehmen monatelang. Um dort zu erreichen, das heißt, um Al-Quds zu erreichen, brauchen wir monatelang. Und du sagst nur in einer Nacht, siebte Himmel, wieder zurück, Quds und so weiter und so fort. Wie kann das sein? Sagt er. Ja. Dann kam Abu Bakr und die haben ihm gesagt: Guck mal, was dein Freund behauptet. Er sagte, was sagt er? Die haben ihm gesagt: Er sagt. Dass er so und so in einer Nacht gemacht hat und jetzt ist er unter uns. ist. Hat er gesagt? Ja, der hat das gesagt. <laughs> dann hat er recht. <laughs> dann hat er recht. Das war's. Hat er gesagt? Hat er recht. Kann man nicht so viel mit euch reden. Das heißt, um ihn zu glauben, einfach sagen. Es gibt auch ein Hadith. <laughs> Rawal <Rauch> Bukhari, <laughs> dass äh, Rasulullah wa sallam, der war in einer Sitzung mit Sahaba Muhammad und da haben es für Allah, wie kann ich sagen, Glück gehabt, dass du mit Muhammad S. bist, dass du, du ihm seinen Geruch riecht. Der richtig nach Muschus gerochen hat, sallallahu alaihi Seine Hände waren die richtig weich, richtig weich. Weißt du, richtig weich. Yani weicher als Seide, wie auch eines Ibn Malikin gesagt hat. Er sagt, ich habe noch nie ein gutes Geruch gerochen wie Muhammad. Der hat immer nach Muschus gerochen. Und wala وأنا، إشأبناخوني، أوخىن في يد محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يعني كان يقول علي رضي الله عنه، وين في إم شلخت زينت؟ ونمزت نودي كوفة خلف محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu Alaihi Wasallam. sallam. Ali. Ali hat das gesagt. Und wir wissen, wir wissen genau, dass Ali ein mutiger Mensch war. Und sagte: Wenn das richtig in Schlacht richtig schwer ist, was machen wir? Wir verstecken ihn. dem und er kämpft weiter. Allah Akbar. Subhanallah. Genau wie auch einmal. Rasul alaihi Sallam, die war in Medina und dann die ganzen Medina, die haben was komisches gehört, so ein Lärm, so. Was hat Mohammed gemacht? Er hat sein Pferd genommen und hin geritten und hat die Lage gecheckt, dass das alles in Ordnung ist und dann wieder zu, der, zu den Sahaba gekommen. Und dann, er, er hat denen gesagt, keine Sorge, es ist nichts, ihr braucht keine, keine Angst zu haben, der war alleine hat nur die Lager gecheckt. Okay, alles okay, Alhamdulillah. Und Subhanallah, schau mal, danach, der rasul als er bei, auf sein auf seine Pferd geritten hat, oder geritten ist, danach hat gleich gebetet. Weißt du? Und die was haben die von ihr gelernt? Die ob man mit, ist oder, und da kann man sagen, ist, ist Schweiß. Schweiß von eine Schweiß von eine von eine äh, Pferd ist das nörges oder nicht. Äh, subhanallah. inshallah in ein Minute dann live werden wir es Allah beenden. Minute, danach werden wir noch mal starten für die Frage zu stellen, inshallah. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم مقوي سواعدهم اللهم تقبل منهم شهداءهم اللهم تقبل منهم شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحمهم برحمتك واسترهم بسترك اللهم ارحمهم برحمتك واسترهم بسترك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته